Beobachtungspunkt von Omega Squad, oberhalb der Heinrich-Schön-Straße, Rohrgab, mittlerer Rand. Damen war nie ein Spielertyp gewesen. Jetzt wusste er auch weshalb. Er sah zu, wie seine Credits verschwanden, während Edwins Laufkäfer unangefochten und unaufhaltsam zum Endspurt Richtung Sieg anhob. Der Käfer war nicht gerade ein geölter Blitz, aber wenigstens wusste er, wo sein Ziel lag. Eine Fähigkeit, die in der lokalen Insektenwelt dünn gesät zu sein schien. Während die Käfer vom Rest der Schwadron völlig chaotisch umherwuselten, krabbelte der von Etin auf geradem, entschlossenem Kurs der Zielgeraden entgegen, einem Streifen Detonationstape in der aufgestellten Munitionskiste, die als provisorische Rennbahn herhielt. Die anderen huschten vor und zurück, knallten immer wieder gegen die Wände und prallten von ihnen ab, so als hätten sie vor, einen Fluchtweg in die Seitenwand der Kiste zu rammen. Sie besaßen einfach nicht die unbeirrbare Aufmerksamkeit, die einen Gewinner ausmacht. Damen gab ihnen 5 Punkte für bloße Hartnäckigkeit. Kantosi! Jubelte Etin. Die stehende Luft übertrug Stimmen über Kilometer, aber in einem schalldichten Helm konnte ein Kommando nach Herzenslust brüllen. Omega Squad hatte Tage gebraucht, um den Pfad hinauf zu diesem Aussichtspunkt zu finden, und sie wollten sich bedeckt halten. Mach schon, Nervot, zeig ihnen, aus was du gemacht bist. So ist's richtig. Die Omegas hatten jede Menge Zeit, während sie darauf warteten, dass Rebellenkonvois der Separatisten Hargabs Marias Wüste durchquerten, und Käferrennen waren das sprichwörtliche einzige Spiel in der Stadt. Die Mittagssonne brannte, einer dieser Tage, an denen die klimatisierte Kartanrüstung eine kühle Zuflucht vor der mörderischen Hitze bot. Vielleicht war es sogar für die einheimischen Insekten zu heiß. Damen streckte die Hand aus, um seinen Käfer mit vorsichtigem Zeigefinger wieder auf die Bahn zu schieben. Die rubinroten Flügel erinnerten ihn an die Tagesflügler, die er auf Kilura gesehen hatte. Fliegen, die einen einzigen, hektischen, herrlich bunten Tag lang lebten und dann starben. Damen hatte einmal geglaubt, auf der Höhe des Lebens abzutreten, sei ein nobles Ende für einen Kommando. Aber nachdem er einige Jahre die große, weite Welt jenseits von Kamino kennenlernen hatte dürfen, war er zu dem Schluss gekommen, dass es absolut nichts Glorreiches an sich hatte. Es war einfach nur unfair. Das Leben war kurz, besonders für einen Klon, und zunehmend deprimierend. Tagesflügler zeigten einem im Zeitraffer, was schon viel zu bald mit einem passieren würde. Manchmal fühlte sich Damen genau wie die Laufkäfer, gefangen, von einem Punkt zum anderen geschoben, ohne wirklich zu wissen, welcher allumfassende Plan dahinter stecken mochte. Mit dem Kopf die Wand eines Krieges einrennend, der scheinbar weder zu gewinnen noch zu verlieren war. Er hatte die Nase voll davon, Gemeinsamkeiten mit Insekten zu entdecken. Er war ein Mann und er vermisste seine Kleine. Er wollte nach Hause und hatte keine Ahnung, wo das war. Fei sagte, es wäre Kirimurut. Damen entschied, dass es immer dort wäre, wo Ethan es haben wollte. Manchmal berührte sie ihn durch die Macht hindurch, um ihn wissen zu lassen, dass sie an ihn dachte. Ein entrücktes, beinahe beunruhigendes Gefühl, so als würde sich jemand von hinten an ihn heranschleichen. Sich mit einem Jedi-General einzulassen, war eine sehr schlechte Idee, und das wusste er auch. Aber irgendwann musste der Krieg enden, und dann würde er das haben, was Sergeant Cal ein normales Leben nannte. Er hatte keine Vorstellung davon, wie sich diese Normalität für einen rasch alternden Klon und eine vorzeitig zurückgetretene Jedi gestalten würde, aber er war willens, den Versuch zu wagen. Er stupfte seinen Laufkäfer wieder auf die Bahn. »Hey, jetzt leg mal den Zahn zu, du Dikut, da geht's lang!« »Hey, schummeln gilt nicht!« Cor wandte sich an Leiner in Erwartung eines schiedsrichterlichen Urteils. »Disqualifizieren Sie diesen unsportlichen Halunken, Sarge! Sein Käfer ist gedopt!« »Okay, ich weiß, ich hab eh verloren!« Damen warf Edwin einen Credit Chip an den Kopf, um seinen Wetteinsatz zu bezahlen, nahm dann seinen Käfer und drehte ihn Richtung Ziellinie. Entspannender Witz war immer Feis Ding gewesen, aber er war fort. Cor, sein Ersatzmann, tat sein Bestes, um die Rolle des Schlaumeiers hinsichtlich der allgemeinen Aufmunterung der Schwadron auszufüllen. »Ich kann nur nicht mit ansehen, wie das arme Ding sich abmüht, ganz jämmerlich und verwirrt.« »Du wirst nie ein erfolgreicher Trainer werden, wenn du wegen deinem Vollblut gefühlsduselig wirst, da.«
Niner robbte auf den Bauch zur Kiste und spähte hinein, wobei sein Schatten auf einen der Käfer fiel. Dieser hielt inne, tastete mit seinen Fühlern nach der plötzlichen kühleren Luft und krabbelte dann zu dem von Kor ausgewählten Läufer, einem leuchtend türkisen, stark glänzenden, um diesen mit amorösen Annäherungsversuchen zu bezirzen. »Ich glaube, der ist mit dem Kopf nicht ganz beim Rennen erwot«, meinte Niner und begab sich wieder auf alle Viere. Ettins Käfer krabbelte weiter, so zielstrebig und standhaft wie sein vorübergehender Besitzer, und überquerte die Ziellinie. »Hurra! Ettin hat's wieder geschafft! Jinx im Stall des Gewinners!« Sie tranken inzwischen selbst recyceltes Wasser. Dam träumte von frischem, kaltem Wasser aus einem Hahn, und ganz gleich, wie sehr die Technikfuzzis von der Ausstattung betonten, das Filtersystem würde dafür garantieren, dass das aufbereitete Wasser, persönliches Wasser, wie sie es nannten, so rein wäre wie aus einer Nabu-Quelle. Er konnte sich einfach nicht mit dem Gedanken anfreunden, es bereits mehrere Male getrunken und ausgeschieden zu haben. Es fühlte sich in seinem Mund beunruhigend warm an, als er es an dem Schlauch des Speichers an seiner Rüstung absaugte. Aber immerhin war es besser, als das von den anderen zu trinken. Ein Riesenkrug mit eiskaltem Wasser, eine Dusche, eine hübsche, weiche Koje. Ettin ballte dezent die Faust. »Oh ja, Zahltag, ihr Pfeifen!« Er streckte seine Handfläche aus. »Das sind 8 Gewinne in Folge!« »Wir basteln dir einen kleinen Pokal, Atika«, sagte Damen und pflückte eine kelchförmige, verdorrte Schote von einer längst abgestorbenen Pflanze. »Jetzt kannst du den Gewinner zum Beschälen geben. Echtes Vollblutzüchten.« »Bekomme ich gestreifte oder hellviolette, wenn ich ihn mit Kors zusammenstecke?« »Das ist nicht wie Farbenmischen. Du verstehst wohl nicht viel von Genetik, was?« Niner schob die Käfer mit den Händen zusammen und warf sie in die Luft. Sie stoben in einem schillernden Feuerwerk aus juwelenartigen Flügeln auseinander und verschwanden in der trüben Hitze. Sie konnten recht gut fliegen. Weshalb hatten sie nie versucht, von der Rennbahn zu flüchten? Weshalb hatten sie unentwegt mit ihren dummen kleinen Köpfen die Seitenwände der Munitionskiste eingerannt, wenn sie doch nur aufschauen und davonfliegen hätten können? Niner stellte die Blasterkanone auf ihrem Stativ um, sodass die Mündung unauffällig auf einer Felsritze auflag, und fummelte an der Optik herum. Er wirkte dieser Tage zunehmend unruhig und verschlossen, als hätte er Zweifel an alledem, ohne mit seiner Schwadrone darüber sprechen zu können. Vielleicht war es wegen Fei. Nicht nur seine Abwesenheit, die schon schwer genug zu ertragen war, sondern das, was ihm zugestoßen war. Wenn Fei gestorben wäre, hätten sie damit vielleicht besser umgehen können, als mit dem Wissen, dass er einen Hirnschaden hatte. Sie hatten ihn nicht mehr gesehen, seit Kerls Gerater ihn abrupt nach Mandalore gebracht hatte. Manchmal schickte er Kommitteilungen, aber abgesehen von der Erwähnung irgendeiner mandalorianischen Frau namens Paya, die anscheinend einen zentralen Punkt in seinem neuen Leben darstellte, erzählte er ihnen nur wenig. Yusik meinte jedoch, er würde Fortschritte machen. Damen konnte sich erinnern, wie sehr Fei sich eine Freundin gewünscht hatte, und jetzt, da er eine hatte, brauchte Damen sich nicht mehr wegen Äther entschuldigt zu fühlen. Die meisten menschlichen Wesen schienen glücklich zu sein, wenn sie etwas für sich hatten, das anderen verwehrt blieb. Aber Damen empfand, wie die meisten Klone, Unbehagen, wenn er einen Vorteil gegenüber seinen Brüdern hatte. Soweit General Zee betraf, der natürlich nicht ein Wort der offiziellen Geschichte glaubte, war Fei tot. Er war jetzt in jeder Hinsicht so weit weg, dass er es ebenso gut hätte sein können. Auch Yusik war fort. Das ganze Team driftete auseinander. Dame legte sich auf den Bauch, spähte hinunter auf unbefestigte Straße in der Tiefe, das einzige offene Gelände im Umkreis von mehreren Kilometern, und wartete auf ihr Ziel. Ettin gab leichte Schlurfgeräusche von sich, während er an seinen Wasservorrat saugte. Der Schatten einer uralten Festungsruine, 3 verfallene Mauern aus gebrannten Lehmziegeln, bot ein paar kühle Fleckchen innerhalb ihrer Wartestellung. Viele Gefechte waren auf diesem Pass ausgetragen worden. Apropos Genetik, begann Ettin auf einmal. Was ist eigentlich wirklich mit Kosai passiert? Damen zuckte mit den Schultern. Wenn Kalbo ihr meint, wir sollten es wissen, wird er es uns sagen. Ich habe echt irren Kram gehört. Wie irre? Dass Kerl ihre Forschung geklaut und sie umgelegt hat. Wer hat dir das erzählt? Seth. Ettin war einer von Faus Auszubildenden gewesen, und Damen wusste, dass sie trotz alter Fäden immer noch miteinander plauderten. Seth redet immer mit seinem Chefs, lästerte er. Kosai hat bekommen, was sie verdient hat. So oder so.
Ich weiß, aber was will Kalboir mit ihren ganzen Daten? Wenigstens hatte Edin kein Mitleid mit dem Eiverhappen. Damen hatte seit seiner abgekapselten Existenz in Tipoca City einen soliden Hass auf die Kaminoaner entwickelt. Und manchmal wünschte er sich, er hätte bereits so gefühlt, als er noch dicht genug dran gewesen war, um ein paar Rechnungen zu begleichen. Es war erstaunlich, was Menschen alles als normal hinnehmen konnten, sofern sie keinerlei Vergleichsmöglichkeiten hatten. Ich weiß nicht, antwortete Damen. Vielleicht verhögert er sie an den Meistbietenden. Nein, er ließ ein neues Energiepack an seinem PC einrasten. Hast du ihn gefragt? Nein, sagte Edin. Warum fragst du ihn nicht da? Du bist einer seiner Lieblinge, wie Ordo und Fei. Und vielleicht möchte er eines Tages einen Halbjedi als Enkelkind. Kor lachte. Aber er hat Bardika, also hat er schon einen Volljedi als Sohn, oder? Damen fühlte sich unbehaglich. Er wollte seine Brüder nicht vor den Kopf stoßen und es war ihm nie in den Sinn gekommen, dass einer von ihnen anders behandelt werden könnte. Kalboir hat keine Lieblinge. Wahrscheinlich hält er mich für den Idioten vom ganzen Wurf, auf den man aufpassen muss. Du willst, dass ich ihn frage? Damen wusste nicht, wie er es zur Sprache bringen sollte, aber Skirate zeigte unendliche Geduld, wenn es um seine Jungs ging. Dann frage ich ihn. Aber jetzt nagte bereits eine andere Frage an ihm. Es machte keinen Unterschied, wie Skirata sie behandelte. Dennoch hatte sich der Zweifel seinen Weg in Damens Verstand gefressen und wollte nicht mehr verschwinden. Er versuchte, eine etwas bequemere Haltung einzunehmen, den DC in die Armbeuge gelegt und die Vergrößerungsfunktion seines Visors auf maximale Reichweite gestellt, wartete er. Welcher Schwachkopf bei der Ausstattung hat DCs geordert, die den Ladestreifen links haben? Murmelte Kor. Er schien die Kommandoversion des DC-17 nie sonderlich gemocht zu haben. Die ursprünglichen Kommandobrigaden waren an dieser Waffe ausgebildet worden, seit sie alt genug gewesen waren, sie zu halten. Aber für Männer, die durch das Cross-Training hinzukamen, war sie neu und sie meckerten. Und an der Pistole auch. Kann man gar nicht richtig holstern. Ein Schwachkopf, der niemals feuern musste, um sein Leben zu retten, erklärte Niner. Oder ein Schwachkopf, der gedacht hat, wenn man mit rechts zielt, hält man sich die linke frei zum Nachladen. Was für ein nutzloser Haufen Bevikase. Hast du dir dieses Wort ausgedacht? Ist doch das richtige Wort, oder? Es bedeutet, ja schon, aber ich habe noch nie gehört, dass es jemand als Schimpfwort benutzt hat. Nur anatomisch. Er hat recht, versicherte Edin. Ich nehme an, das ist der wahre Grund, weshalb man uns zu Beidhändern ausbildet. Weil man die Ordinese bei der Ausstattung einberechnet hat. Damen mochte seinen DC. Okay, der Ladestreifen war bescheuert, aber das Teil klemmte weder bei Hitze noch bei Kälte oder Staub. Es war zielgenau und selbst der Wechsel der Aufsätze war ebenso leicht wie das Nachladen. Ich hätte gerne eine Verb, sagte er. Die sind herrlich. Erinnert ihr euch, wie wir mit denen die Terroristen auf 000 markiert haben? Edin rollte mit dem Kopf, um seine Nackenmuskeln zu entspannen. Das waren du und Fei. Genau so war's, erwiderte Damen und vermisste dabei Fei schmerzlich. Aber er war umsichtig genug, Kors Gefühle nicht zu verletzen, indem er es aussprach. Kor war ein guter Kamerad. Nach ein paar Wochen war es ihnen vorgekommen, als wäre er schon immer ein Teil von Omega gewesen. Aber wenn Fei wieder zu ihnen hätte stoßen können, wäre das großartig gewesen. Die trübe Hitze ließ die ockergelbe Wüste in Luftspiegelungen zerfließen. Dunkle Seen, die kamen und gingen, während Damen sie anstarrte. Der Flottenwetterdienst hatte eine 80%ige Wahrscheinlichkeit für Sandstürme verlauten lassen. Horgab war schon wieder so ein Provinzplanet, dessen strategischer Nutzen Damen nicht verständlich war. Gut, es gab hier Erzminen und die Separatisten würden jede Menge Erz brauchen, falls sie weiterhin Droiden vom Band lassen wollten. Aber warum konzentrierte sich Palpatine nicht darauf, die größeren Populationszentren der separatistischen Planeten anzugreifen? Warum war die Klonarmee so spärlich verteilt? Damen sprach laut, als er sich selbst antwortete. Er zieht nur unsere Versorgungsketten in die Länge. Kalboir? Der Herr Schleimer, Pipey, er sollte den Militärkram den Generälen überlassen. Typischer Schabla-Zivi, das strategische Genie, das sich den Hintern in seinem hübschen, sicheren Büro platzt.
Wenn es irgendetwas gab, das die durch und durch idiotische Strategie in diesem Krieg versinnbildlichte, dann war es Sorga. Die GEA verfügte über zu wenige Ressourcen, um den Planeten einzunehmen, aber über zu viele, um so gründlich besiegt zu werden, dass die Politiker den Wink verstanden und den Rückzug angeordnet hätten. Auf diesem Niveau zermürbenden Trübsals konnte der Krieg noch jahrelang weiterbrodeln und er würde es wahrscheinlich auch tun.